Method of madness, gorilla harmony, we blacked out. Muscle through the rumble, oceans, jungle fog, the mask out. Blow darts in your neck, a slingshot, silent gas, the last house. Wild weed, the metaphors, we over minds, they pass. Hey, Leute, und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute die Voting-Ergebnisse von dem Voting, was vor mehreren Wochen kam. Ja, ich habe eine kleine Pause gemacht, weil ich krank wurde und die Verletzung gefährdet hat und so weiter. Wie man raushört, bin ich jetzt mittlerweile wieder krank, deswegen werde ich das Video nicht so lang ziehen wie sonst immer. Aber naja, ich wollte das Video auch mal raushauen und ich habe auch gerade irgendwie Motivation bekommen, was aufzunehmen. Ja, deswegen reden wir nicht lang drum rum und fangen wir einfach an. Erstmal wollte ich mich aber bei Takato bzw. Kindheit bedanken, dass er das Video für mich letztens gemacht hatte, weil ich konnte das halt nicht machen, weil meine Stimme bzw. mein Hals am Arsch war und so weiter. Und ja, schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, lasst ruhig ein Abo da, er wird am Anfang nächstes Jahres anfangen und er ist sowieso gerade kurz vor den 100, also wäre nett, wenn ihr da die 100 noch reinklatschen könntet. Okay, auf jeden Fall kommen wir jetzt zu dem Voting. Erstmal 616 Votes insgesamt, ich finde es einfach krass. Also wie gesagt, ich werde das Video nur relativ kurz halten, deswegen sage ich jetzt einfach nur, auf welchem Platz die Anime sind, mit wie vielen Votes und so weiter. Deswegen fangen wir einfach an. Also, auf dem 13. Platz ist Shin-Chan mit 6 Votes, dann kommt Monster Ranger mit 9 Votes, Sailor Moon mit 10 Votes, auf dem 10. Platz sind dann die Superkickers Ranma 1/2 und die normalen Kickers mit 14 Votes, auf dem 9. Platz John die Kamikaze-Dieben, auf dem 8. Platz Shaman King und Beyblade mit jeweils 30 Votes, auf dem 7. Platz Inuyasha mit 32 Votes, auf dem 6. Platz Detective Conan mit 51 Votes, auf dem 5. Platz Dragon Ball mit 55 Votes, auf dem 4. Platz Pokémon mit 60 Votes, auf dem 3. Platz One Piece und Naruto mit 62 Votes, Digimon mit 65 Votes auf 2 und auf 1 Yu-Gi-Oh! Mit 86 Votes. Jo, das waren die Voting-Ergebnisse. Ja, sehr kurz gehalten, aber ich hab's erst genug gesagt. Auf jeden Fall schaut bei Takato bzw. Kindheit vorbei und morgen wird noch ein Yu-Gi-Oh! Voting kommen, passend dazu, dass Yu-Gi-Oh! Hier Platz 1 wurde. Und ja, das war's dann erstmal von mir und ich verabschiede mich dann auf Wiedersehen. Schreib dein Kommentar.